das Jahr schon wieder, um genau zu nehmen, 2 Wochen alt und ich habe wirklich viele, viele neue Sachen im Jahr 2012 mit euch und für euch geplant. Und ich entschuldige mich vorweg erstmal für diesen Blaustich im Video, weil ich wollte oder ich habe vor, diesen Tag noch oder an diesem Tag noch sehr, sehr viele Videos zu drehen und ich wollte wenigstens ein Video noch mit Tageslicht filmen und das Wetter ist miserabel und deswegen entschuldigt mich bitte für diesen blöden Blaustich. Ich hoffe ja auch, dass sich das nochmal ändert, aber irgendwie, ich habe schon dran rumgespielt, aber es funktioniert irgendwie nicht. Naja, egal. Also, ich hoffe, es wird sich noch bessern. Ja, also ich habe wirklich viele, viele neue Sachen geplant. Das ist das zweite Video im neuen Jahr und ich möchte gerne mit einer Serie starten. Und bevor ich mit der Serie anfange, möchte ich euch einfach sagen, dass ich mich wirklich tierisch auf das Jahr 2012 mit euch freue. Ich hoffe, dass viele, viele aktive Mädels da draußen mit mir kommunizieren. Ihr braucht keine Angst haben, ihr könnt mir immer schreiben. Ihr könnt mir auf Twitter schreiben, ihr könnt mir auf Facebook schreiben, ihr könnt mir hier sowieso auf YouTube immer kommentieren, Nachrichten schreiben. Also ich freue mich wirklich immer über alles. Und deswegen freue ich mich über ganz viele aktive Mäuse da draußen. Und ja, also ich habe wirklich viele neue Dinge geplant. Ich möchte auch mehr Tippvideos für euch drehen, mehr Reviews über einzelne Produkte und Star-Looks möchte ich auf jeden Fall auch machen, denn ich liebe Schminken und ich möchte einfach wieder mehr Zeit dafür investieren. Ich möchte halt auch so mein eigenes Ding irgendwie ein bisschen umkrempeln und deswegen freue ich mich auf ein tolles Jahr und ich hoffe, dass wir an dem 2011 anknüpfen können. Und ja, ich danke euch nochmal für die ganz, ganz vielen tausende Abonnenten. Irgendwann bald habe ich auch meine 2000 und das sind schon wirklich enorm viele. Und ich freue mich einfach und ich hoffe, ihr freut euch auch. Deswegen macht euch gespannt auf eine tolle Zeit und auf tolle Videos von mir. Ich werde jetzt einfach anfangen und zwar mit unserer Serie. Ich mache mit der lieben Emma den YouTube-Namen, setze ich hier irgendwo neben mich oder über mich, unter mich einfach mal hin. Und den Kanal von ihr setze ich unten in die Infobox rein. Da sollt ihr definitiv vorbeischauen. Denn da seht ihr dann halt den Teil ihrer Serie von uns. Und wir haben das so geplant, dieses Thema ist so eine Art Winterserie bezüglich unserer Lieblingslidschatten, Lieblingsblushes, Lieblingspflegeprodukten und Lieblingslippenstiften. Und anfangen möchten wir mit den Lippies. Und die Reihenfolge an sich haben wir uns noch nicht festgelegt. Das werden wir dann irgendwie im Laufe der nächsten Wochen einfach mal tun. Und ja, kalendermäßig ist der Winter ja noch eine ganze Weile bei uns. Was so zu sehen ist vom Winter, ist eigentlich recht wenig. Ich glaube, bei uns hat es nur einmal geschneit. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussah oder aussieht. Aber ich glaube, wenn es mich nicht täuscht, geht der Winter laut Kalender noch bis Ende März oder knapp Ende März. Und deswegen mal gucken, wie wir oder wann wir die Videos hochladen. Also das werdet ihr dann im Laufe der Videos dann einfach auch sehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei unserer Serie immer vorbeischauen werdet oder würdet. Und ich fange einfach an und wer drauf Lust hat, meine Lieblings-Winterlippenstifte sich anzuschauen, der bleibt am besten dran. Und ja, ich wünsche euch einfach ganz viel Spaß. Ich habe mir einige rausgesucht und ich habe mir die auch unterteilt unter Nude-Lippenstiften und unter farbigen Lippenstiften und unter anderem habe ich auch drei Glosse dabei. Beginnen möchte ich mit den Nude-Lippenstiften, zeige sie euch einfach und ich werde definitiv auch meine ganze Hand voll swatchen. Anfangen möchte ich gerne mit einem Manhattan-Lippenstift. Das ist die Farbe, ja, die Farbe Creamy Nude Lipstick Rosewood. Und das ist ein wirklich sehr, sehr, sehr schöner Nude-Lippenstift. Ich habe euch den ja auch schon mal in einigen meiner, also jetzt nicht hier dran stören, das war heute von meinem Tages-Make-up noch ein Swatch. Aber das ist der Lippenstift und den habe ich euch ja auch schon mal vorgestellt. Der war aus einer Manhattan LE und der ist wirklich sehr, sehr schön. Und habe ich auch mit einigen, ja, Lipglossen. Ah, ich glaube, mein Licht verändert sich. Mit einigen Lipglossen kombiniert. Das ist wirklich ein sehr schöner, neutraler Lippenstift. Und er ist sehr cremig und er lässt sich super schön auf den Lippen auftragen. Dann habe ich noch einen von NYX. Das ist die Farbe 108, Dusty Rose. Den kennt ihr auch alle schon. Den habe ich euch auch schon mal vorgestellt. Er ist fast so ähnlich. Und so sieht er aus. Er ist nur ein bisschen intensiver. Er ist mehr so ein Altrosé im Gegensatz zu dem.
Und der ist auch sehr, sehr, sehr cremig und von der Konsistenz her ist der halt genauso wie der von Manhattan und er war auch wirklich sehr, sehr, sehr schön gewesen und ja, ich habe ihn wirklich sehr gerne im Winter getragen. Dann habe ich noch einen, den kennt ihr auch, das ist der 235er von Maybelline. Das ist einer für die Blondinen da draußen. Es ist wirklich mein Allround-Tages-Lieblings-Lippenstift. Er ist wirklich ganz toll und also ich finde das halt auch super. Quatsch, warum sage ich denn Maybelline? Der ist gar nicht von Maybelline, der ist von L'Oreal. Entschuldigung, der ist von L'Oreal. Und das finde ich halt an L'Oreal so schön, weil sie einfach, ja, das auch, sag ich mal, dafür, oder was quatsche ich denn jetzt? Also ich finde das halt von L'Oreal schön, dass sie das nochmal unterteilen unter Brünetten und unter Blonden. Und das ist einfach super, weil da kann ich mich einfach wieder identifizieren und wiederfinden. Und das da finde ich einfach mal den passenden Lippenstift. Wie ihr sehen könnt, ähneln die sich sehr, sehr. Und sehr, sehr, sehr. Aber das macht nichts. Also, ich glaube, preislich gesehen, also den gibt es ja gar nicht mehr. Das war aus einer LE und der ist immer in der, sag ich mal, immer im Handel. Von daher, falls ihr den nicht bekommen habt, nicht traurig sein. Er ähnelt halt sehr dem 235er von L'Oreal und er war und ist auch immer noch ein ganz toller Nude-Lippenstift. Zu guter Letzt habe ich auch noch einen von MAC herausgeholt und das ist der umsagende und umwogene Myth-Lipstick. Und ja, den habe ich auch super gerne mit anderen Lipglossen in Kombination getragen. Er ist wirklich matt. Er ist nicht so cremig wie die anderen drei, die ich euch gerade gezeigt habe. Kommt vielleicht jetzt, wenn ich es auf dem Handrücken auftrage, nicht so rüber, dass er matter ist als die anderen, aber er ist definitiv matt. Kommen wir zu den farbigen Lippenstiften. Da habe ich mich eigentlich im Prinzip fast nur auf Rottönen ja, bezogen, weil ich habe wirklich im Winter sehr gerne rote Lippen getragen, denn für mich gehört Winter, also so zu Winter gehört halt für mich die Weihnachtszeit und Weihnachten ist für mich glamourös und elegant und dafür habe ich gerne einen neutralen Augenaufschlag getragen und dafür umso mehr meine Lippen betont. Und da habe ich halt mehr die roten Farben herausgepickt und sind wirklich sehr, sehr schöne, dunkle, kräftige rote Farben. Ich habe auch einen, was heißt auch, also ich glaube, nein, das ist mein erster von Maybelline, den ich hier habe. Das ist die Farbe 530 Fatal Red, Fatal, also er ist wirklich ein sehr, sehr schönes Rot. Der ist hier oben so ein bisschen angedetscht. Ich weiß nicht, ob das rüberkommt, da sieht man es. Den habe ich für meinen Halloween-Look und noch, ich weiß gar nicht, für was noch. Irgendwas anderes habe ich im Winter auch noch gemacht, wo ich den für benutzt habe. Deswegen ist er so ein bisschen angedetscht. Aber es ist wirklich ein sehr schönes Rot. Es ist sehr matt. Es lässt sich auch nicht so schön auftragen wie die Nude-Lippenstifte. Also es ist ein bisschen schwieriger, ihn aufzutragen. Aber er ist wirklich ein sehr elegantes, knalliges Rot. Und war halt auch für mich als sehr heller Typ ein wirklich sehr schönes Rot gewesen. Dann habe ich noch einen aus der Oktoberfest LE von Manhattan. Da habe ich die Farbe, ja, die haben gar keine Farben. Hier steht 44P. Ob das jetzt eine Farbe ist oder Peng, weiß ich jetzt gar nicht. Das ist auch ein sehr schönes Rot, auch ein knalliges Rot. Und ja, also wirklich wunderschön. Der lässt sich aber wiederum besser auftragen als der von Maybelline. Aber wie ihr sehen könnt, nehmen die sich nicht wirklich viel. Der ist auch wirklich sehr schön, aber von der Konsistenz her ist er wirklich leichter aufzutragen, ist auch sehr cremig. Und den habe ich gerne getragen. Und wie der Name schon sagt, war der aus der Oktoberfest LE. Und ich glaube, den gibt es nicht mehr wirklich ja, zu kaufen. Es sei denn, ihr habt noch Glück. Und es gibt ja immer so Pöttchen, wo dann alles, was an den LEs übrig geblieben ist, reinkommt und für weniger Geld verkauft wird. Also vielleicht gibt es da ja noch den ein oder anderen roten Oktoberfest-Lippenstift. Dann habe ich auch einen von Nivea. Nivea gibt es ja gar nicht mehr zu kaufen, aber den hatte ich euch ja auch mal in meinem Tipp-Video, also in dem Kauf-Tipp-Video vorgestellt, wo ich ganz viele Nivea-Produkte euch gezeigt habe. Und da ist auch die Farbe Rouge d'Amour in der, also die Nummer 69 mit mir nach Hause gekommen. Und das ist auch ein sehr tolles dunkles Rot. Also ich habe wirklich nur dunkle Rottöne im Winter getragen und
Ich weiß nicht, also Rot ist sowas, was ganz Elegantes, und das hat was sehr Weibliches und auch Erwachsenes irgendwie, und das lässt auch mich ganz anders irgendwie erstrahlen. Und das ist ein bisschen kräftiger, wie ihr auch schon sehen könnt. Es ist auch sehr cremig, lässt sich super, super, super toll auftragen. Man merkt es auch schon allein am Auftragen, dass er wesentlich, wesentlich mehr Farbe abgibt. Und das finde ich halt auch sehr schön. Und man hat so richtig wundervolle, knallige, rote, glänzende Lippen. Zum Schluss zeige ich euch noch einen. Das ist jetzt kein roter Lippenstift, aber es ist auch ein MAC-Lippenstift. Und den habe ich euch jetzt auch erst in meinem Dezember-Favoritenvideo gezeigt, dass er ein Liebling im Dezember bei mir gewesen ist. Und es ist kein Rot, und wer sich daran erinnern kann, es ist ein Schweinchenrosa. Ich fand ihn wirklich ganz toll, und der war auch aus einer LE. Aber wie ihr wisst, ich habe euch ja gesagt, was diese ganzen Namen angeht, ich habe keinen Überblick mehr, und der ist, glaube ich, wenn es mich nicht täuscht, aus 2010, aus der Herbst-LE. Und der ist auch wunderschön. Er ist so ein, ja, so ein Schweinchen-Baby-Rosa, und er ist auch sehr cremig, und er ist wunderschön. Es tut mir wirklich leid, wenn diese Farbabgabe über diese Kamera nicht so ganz gut rüberkommt, wie sie eigentlich sollte. Und ja, ihr wisst ja, welche Kombination ich, also welche Lipgloss-Kombination ich mit diesem Lippenstift getragen habe, falls ihr das Video gesehen habt. Und ja, das waren meine farbigen Lippenstifte gewesen. Jetzt zeige ich euch noch meine Glosse, die ich im Winter sehr, sehr gerne getragen habe. Da habe ich mir drei Glosse rausgesucht, die ich wirklich fast, also einen habe ich wirklich täglich benutzt, weil, wie gesagt, das ist dieser von der Deepwater Love LE in der Farbe 010 Pearl Shimmer. Und ja, den habe ich ja mit der Kombination Cut the Paper von MAC, den Lippenstift, benutzt. Und das war wirklich ein Tageslipgloss, den ich wirklich rund um die Uhr getragen habe. Den habe ich auch sehr gerne einzeln getragen. Also nicht nur mit der Lippenstiftkombination, sondern auch sehr, sehr gerne alleine. Und der ist wirklich dezent, und einfach hatte, er hat einfach nur so einen schönen, cremigen Rosé-Stich, und er ist wirklich ganz toll. Das ist der hier unten. Und ja, also wie ihr seht, der fällt gar nicht richtig dolle auf. Deswegen, er ist ein sehr, sehr schöner, dezenter Lipgloss. Und ja, er war einfach total toll, und ich habe ihn im Winter, oder ich trage ihn jetzt auch im Winter noch sehr, sehr, sehr gerne. Dann habe ich noch einen von NYX, und das ist die Farbe 23 Golden Prun, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Und das ist mein Lieblingsgloss. Schlechthin von NYX. Also wirklich, ich liebe ihn. Das ist so ein, ja, wie der Name schon sagt, Golden Prun. Also er ist mit sehr vielen goldenen Pigmenten besetzt und hat einen lila Stich. Und er ist einfach, wow, er ist ganz toll. Er erinnert mich auch so ein bisschen an die 20er Jahre. Ich weiß gar nicht wieso, aber er ist so schön. Er ist wirklich, er ist so schön. Er hat diese goldenen Pigmente drin, und ich weiß gar nicht, vielleicht kann man das hier durch auch sehen. Also es ist wirklich ein ganz toller Lipgloss, und den kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Einfach grandios. Die Farbabgabe ist super auf den Lippen. Den könnt ihr auch einzeln tragen. Da braucht ihr überhaupt keine Grundierung, also keinen Lippenstift mitzutragen. Also den könnt ihr wirklich einzeln tragen. Und wow, er macht wirklich sehr glamouröse Lippen. Und für ein festliches Abend-Make-up ist der wirklich perfekt, und ich kann ihn wirklich euch ans Herz legen. Und zu guter Letzt habe ich noch einen, und der war in meiner Dezember-Douglas-Box gewesen, in der Box of Beauty, und der ist von Bijou. Und das ist der Heartbreaker Lip Gloss in der Farbe 04, wenn es mich nicht täuscht. Aber ich habe keinen Namen gefunden. Also wie dieser gute Lippenstift, Lippenstift, warum komme ich immer auf Lippenstift? Ich kann Lipgloss, Mensch. Er ist aber grandios. Er ist wirklich ein festlicher, den habe ich zu Weihnachten gerne getragen, ein festlicher Gloss. Der hat ganz viele Pigmente drin. Er hat blaue und pinke und rosé, lila, Flanell, Lavendel, wollte ich schon sagen. Also er hat sehr viele Pigmente drin. Ich habe ihn hier. Und vielleicht seht ihr es ja. Ich hoffe ja, dass ihr es sehen könnt, wie viele tolle Pigmente er enthält. Er ist ein sehr durchsichtiger Gloss mit vielen wirklich blau, lila, pinken,
Pigmenten. Er ist so toll. Er glitzert so toll auf den Lippen. Ich weiß gar nicht, wie teuer die eigentlich im Handel sind. Ich hatte ihn ja, wie gesagt, in der Box drin. Und ich bin total begeistert. Der ist, ah, oh, er ist so toll. Und den könnt ihr auf jeden Fall auch mit ganz vielen Nude-Lippenstiften kombinieren. Oder es einfach auch sein lassen. Aber ich habe ihn halt mit meinen Nude-Lippenstiften kombiniert. Und ach, oh, er ist so toll. Er ist so ein toller. Ja, er erinnert mich so an den Schnee. Und ich weiß nicht, es ist einfach so, so winterlich und so weihnachtlich. Und das war einfach toll. Und er ist einfach toll. Und ja, also ich bin total begeistert. Das war es auch schon gewesen. Das waren meine Lippenstifte, meine Lieblingswinterlippenstifte. Und das war auch der erste Teil von unserer Serie gewesen. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt und ihr konntet mal so einen kleinen Einblick in meine Winterlieblinge bekommen. Und wenn euch das Video gefällt und wenn ihr Bock auf unsere Serie habt, dann schaut doch immer wieder bei uns vorbei und hinterlasst mir Kommentare und vergesst nicht, bei der lieben Emma vorbeizuschauen. Ich wünsche euch jetzt noch einen ganz tollen Tag. Fühlt euch gedrückt, fühlt euch geknutscht. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, ciao!